Heute bin ich bei der Stempelstelle 82 von der Harzer Wandernadel, Regensteinmühle. Kriegt von mir 5 Punkte von 5. Ist vom Parkplatz hierher zu laufen, naja, 10 Minuten. Und da haben wir einen ganz tollen Pfad gehabt, der im Mittelalter auch ein Weg war, wo die Handelsleute lang sind. Und hier ist so eine Mühle in Stein. Leider läuft kein Wasser lang. Vielleicht ist das, weil es ist jetzt noch ein bisschen kalt draußen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt. Nee, das ist nicht in Betrieb. Das sieht nur so im Felsen geschlagen. Das sind halt Höhlen. Sehr interessant, sehr schön gemacht. Das Wasser hier so lang. Das ist ein Wasserstollen gewesen und die gingen dann da zu den Laufrädern und haben dann das wohl angetrieben. Ja, hier ist so eine in Sandstein eingearbeitete Laufrinne für das Maultier, wie das früher mal war, wo die sich da durch den Wald gequält haben, die Leute.